Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rabens. Ich bin's wieder, euer Poison Blackie von Super Poison IP und ich suche immer noch diesen scheiß Rudelführer. Wir haben jetzt alle Schürfer stellen. Gegen die Orks habe ich leider noch keine Chance. Sonst würde ich die auch einfach wegballern, wenn ich könnte. Aber kann ich nicht, weil ich zu schwach bin. Aber ich kann mich wirklich daran erinnern, dass der Rudelführer hier irgendwo war. Habe ich was gehört? Euch habe ich schon lange nicht mehr gesehen, meine Freunde. Hey, jetzt geben mir nicht auf den Sack. Da ist nichts zu holen. Lange nicht gesehen, Warrior. Machen eines Skelettes und eine Spruchrolle. Aber da war ja noch ein Gang. Warte, 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 warte. Hatte der. Also, nö, doch nicht. Von Sylvestros, Paladin des Königs. Ein weiterer Tag Schürferei liegt vor uns. Heute wollen wir die Wand durchbrechen und uns tiefer in den Fels hineingraben. Ich habe ein ungutes Gefühl, deshalb werde ich das Erz in ein Versteck bringen lassen. Diego ist der einzige von uns, der sich hier auskennt. Ich muss ihm vertrauen. Er wird die Kisten in Sicherheit bringen, aber ich werde ihn nicht alleine losschicken. Das Erz muss unter allen Umständen geschützt werden. Deshalb lasse ich Diego von zwei Rittern begleiten. Lang lebe der König, Sylvestro. Nichts zu plündern. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich Sylvester jemals wieder oder jemals gefunden habe. Lustigerweise. Trank. Links, rechts. Na gut. Auch gut. Aber hat er es nicht geschafft, ein Paladin
sich mit einem Minecrawler Warrior anzulegen. Die sind auch nicht mehr das, was sie mir waren. Oder waren sie jemals was? Erstmal Alkohol mitnehmen. Oh Gott. Ich glaube, ich gehe mal in die Box. In die Book. Dann kann ich die Quest abgeben. Und ja. Erstmal noch Runde pennen. Ah, oh, verdammt, was ist los? Bin ein Magier geworden. So. Ich hatte da vorher gewusst. Wir können nur abwarten. Nach Oder muss ich auch noch. Alter. Was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier des Königs und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Die sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Und das werden wir. Bei Innos. Das werden wir. Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Wie ist die Lage? Du musst alle Schürfer und das Erz finden. Dann werden wir uns darum kümmern, wie wir dieses Tal verlassen können. Okay. Bei welcher Schürfergruppe ist Diego? Dieser Sträfling Diego? Er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. Was kannst du mir über die Schürfer erzählen? Ich habe die drei Gruppen zusammengestellt. Marcos, Fayette und Silvestro sind die Paladine, die jeweils eine Gruppe anführen. Die Gruppe von Marcos ist in Richtung einer alten Mine aufgebrochen. Ein alter Butler namens Grimes hat sie dorthin geführt. Die anderen beiden Gruppen sind zusammen losgezogen. Yargan, einer unserer Späher, hat berichtet, dass sie ihre Lager in der Nähe eines großen Turms aufgeschlagen haben. Kennst du einen Weg zu den Schürfstellen? Es gibt keinen sicheren Weg in diesem Tal. Aber es erscheint mir sinnvoll, nicht den direkten Weg zu gehen. Halte dich von den Orks und den Wäldern fern und möge Innos dich schützen. Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Okay. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben zwei Kisten mit Erz gefördert. So, zwei Kisten? Ich brauche aber keine zwei Kisten. Ich brauche 200 Kisten! Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Wegen Silvestros Schürfstelle. Bist du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben?
Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle, auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Innos sich ihrer Seelen annehmen. Na. Ich habe Markos getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? 4 Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was? Nur 4 Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Na schön, ich werde ihm 2 Leute schicken. Verdammt, was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee. Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz. Und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Das Böse ist hier. Wie sieht's mit meiner Bezahlung aus? Ja, richtig. Du bekommst noch Gold von mir. Hier ist deine Belohnung. Was hast du jetzt vor? Ich habe alles versucht. Meine Hoffnung ruht jetzt auf dir. Und darauf, dass Lord Hagen mir Unterstützung schickt. Wir werden weiterhin ausharren und zu Innos beten, auf dass er uns in diesen dunklen Stunden nicht mutlos werden lässt. Alles klar. Ich glaube, im Moment kann ich hier noch nicht wieder viel ausrichten. Wie viele Pfeile habe ich noch? Das ist wirklich nicht mein Problem. Weil, ich komme nicht weit, zu viele Orks. Zeig mir deine Ich habe nämlich vergessen, gerade noch mal vorzuspeichern. Nach Uda sollte ich noch. Hey! Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. Jo. Aber wie gesagt, ich kann hier im Moment nicht viel mehr ausrichten. Also werde ich wohl oder übel zurück müssen. Hey, lass mich da hoch. Oh. Einmal ordentlich speichern. Dann nochmal schnell speichern. Kapitel 3. Heißt, neue Gegner sind gespawnt. Oder besser gesagt, ich weiß nicht, ob man das als Monster bezeichnen kann. Thank you.
Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht gerade. Schlucke hier einen davon. Okay. Dort. Und dort ist eine, genau, Rune. Um hierher zu kommen. Oh, hi Lester. Hey, endlich bist du wieder da. Du musst sofort zu Xardas kommen. Es gibt Probleme. Das glaube ich allerdings auch. Hier ist die Hölle ausgebrochen, seit du weg warst. Sprich mit Xardas. Er wartet bereits auf dich. Er gab mir diese Rune für dich mit. Damit kommst du schneller zu ihm. Wir sehen uns dann bei Xardas. Okay. Da ist ein Drachensnipper. Hey, du. Ich bin zurück aus dem Minental. Das wurde auch Zeit. Was hast du gesehen? Du hattest recht. Das Land wurde überschwemmt von einer ganzen Armee des Feindes. Orks belagern die Burg und Drachen haben ganze Landstriche verwüstet. Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie Korinnes angreifen. Lester sagte, du wolltest mich sofort sehen. Was zur Hölle ist in der Zwischenzeit hier passiert? Der Feind hat erfahren, wer du wirklich bist und dass du das Auge Innos in deinen Besitz bringen willst. Er hat die Bedrohung erkannt. Er sah sich gezwungen, aus seiner Deckung hervorzutreten und offen anzugreifen. Das Versteckspiel hat ein Ende. Während gestern noch nicht klar war, wie der Angriff des Gegners aussehen würde, kann man es jetzt kaum noch übersehen. Ich bin von Magiern in schwarzen Roben angegriffen worden. Der Feind hat viele Gesichter. Die Suchenden sind eines davon. Sie sind die eigentlichen Drahtzieher des Feindes. Sie haben sich an den wichtigsten Orten in Stellung begeben und warten nur noch auf eine Gelegenheit, die Falle zuschnappen zu lassen. Geh ihnen aus dem Weg. Sie sind sehr mächtige, magische Wesen und werden versuchen, dich mit allen Mitteln aufzuhalten. Ich habe endlich den Beweis, den Lord Hagen von mir verlangt hat. Was für ein Beweis ist das? Ich habe einen Brief von Garond, dem Kommandanten der Paladine im Minental, erhalten. Darin fordert er Verstärkung an. Das sollte diesen militanten Feldherrn überzeugen. Gut gemacht. Was ist jetzt der nächste Schritt? Geh und bringe Lord Hagen den Brief von Garond, damit er dir den Zugang zum Auge Innos gewährt. Dann begib dich ins Kloster und sprich mit Pyroka. Er muss dir das Auge aushändigen. Es gibt nichts Wichtigeres, als das Artefakt in Sicherheit zu bringen. Geh jetzt, bevor es zu spät ist. Der Feind wird ebenfalls versuchen, sich dessen zu bemächtigen. Okay. Das wird gefährlich und anstrengend und gefährlich. Ob in dem Tal da unten neue Monster gespawnt sind? Das wird ein Krampf werden. Das kann ich jetzt schon sagen.
Oh, hi Lester. Du siehst nicht gerade fit aus. Diese Kopfschmerzen wollen einfach nicht aufhören. Da braut sich was zusammen. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Dann würde ich sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Hinterlasst konstruktive Kritik und haut raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.